Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Johannes Ungerer und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich sitze hier heute im schönen Köln. Wir sehen auch den Dom im Hintergrund bei meinem Patent- und Markenanwalt Rolf Claessen. Und mit Rolf möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, wie man es hinbekommen kann, falls man mal auf Amazon ein gesperrtes Produkt haben sollte, warum auch immer, ob zum Beispiel ein Konkurrent behauptet, er habe ein Design für das Produkt, ein Patent, was auch immer, auf jeden Fall er Amazon davon überzeugen kann, dein Produkt zu sperren oder auch irgendwie einfach dein Produkt aufgrund eines Konkurrenten irgendwie gesperrt wird. Ist schon einige Male vorgekommen und ich glaube, Rolf war schon einige Male in der Lage, die Situation geschmeidig zu lösen. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drauf eingehen. Hallo Rolf, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen näher beschreiben, was so das Problem ist, wenn mal so ein Produkt gesperrt ist. Ja, genau. Also meistens werden die Produkte gesperrt, weil sie entweder eine Markenverletzung angeblich darstellen oder eine Designverletzung. Und ich kann das mal an einem Beispiel von einer Designverletzung einfach erklären. Ja? Ich habe jetzt schon einige von solchen Designverletzungen gesperrten Produkten, sage ich mal, wieder entsperrt. Und in einem konkreten Fall war es so, da war eine britische Firma, die hat behauptet, sie hätte halt ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das ist ein EU-Design für eben einen Sportartikel, sage ich mal. Dieser Sportartikel, der wurde natürlich in China hergestellt und dieser Chinese hat das aber für ganz viele Leute hergestellt, nicht nur für die Briten, sondern für ganz viele Leute. Und die Briten waren halt so frech und haben halt beim EU-Markenamt, beim EU-EPO ein Design angemeldet, in ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Obwohl sie genau wussten, dass dieses Design eben schon vorher von dem Chinesen verkauft worden war und, wie wir dann rausgefunden haben, von dem Chinesen auch schon vorher in China geschützt worden war, das Design sogar. Ja? So. Und ein Design muss zum Anmeldetag immer neu sein. Das heißt, ein Design kann angegriffen werden, wenn man zeigen kann, vor dem Anmeldetag war das irgendwo schon woanders bekannt. Ja, egal wo auf der Welt. Ja? Zum Beispiel eben ein eingetragenes chinesisches Design oder ein Verkauf schon vorher. Also, was haben wir dann? Und dann hat eben dieser Brite hat dann aus dem Design halt eine deutsche Asiennummer von einem deutschen Private Label Seller halt gesperrt. Und dann hat der eben eine E-Mail gekriegt von Amazon hier auf Basis einer Beschwerde mit der Nummer so und so. Hat der und der Beschwerdeführer, nämlich E-Mail so und so, deine Asien nämlich so und so gesperrt. Bitte stell einen Plan auf und sage uns, wie du das lösen willst und so weiter. Ja, also das ist so eine Standard-E-Mail. Meine Erfahrung ist, dass man die nicht entsperrt bekommt, indem man mit Amazon kommuniziert und sagt, ich tue alles, mache alles besser und das ist doch gar keine Designverletzung und so weiter. Sondern man muss den Sperrer dazu bewegen, dass er an Amazon eine E-Mail schickt, an diese E-Mail, die eben da angegeben ist, meistens irgendwie dispute@amazon.de oder so ähnlich heißt die dann, mit der Asien und der Beschwerdenummer, hiermit nehme ich die Beschwerde zurück. So, diese E-Mail muss man hinbekommen, dass der Beschwerdeführer, der Sperrer quasi diese E-Mail schreibt. Und jetzt mögt ihr euch fragen, wie man das wohl hinkriegt, aber das kann man hinkriegen, indem man nämlich einfach super aggressiv den angeht. Ja? Und in dem Fall haben wir dann halt gesagt, hier, wir haben ein Schreiben geschickt, wir vertreten eben den so und so Private Label Seller, der eben dieses Sportgerät so und so auf den Markt gebracht hat. Der hat feststellen müssen, dass er von euch eben gesperrt wurde, weil ihr behauptet, ihr hättet eben ein rechtskräftiges Design eingetragen, ein EU-weites. Wir haben jetzt festgestellt, dass das überhaupt nicht rechtskräftig, nicht durchsetzbar ist, weil es das eben vorher schon gab. Das haben nämlich euer Hersteller, der so und so, hat das nämlich schon erstens in China vorher angemeldet und schon lange vorher verkauft. Das können wir auch belegen, siehe Anlage. Wenn ihr das nicht sofort wieder entsperrt und diese E-Mail halt schickt, dann gibt es folgende Sachen, die wir dann machen würden. Wir würden dann erstens euer Design löschen lassen mit einem Löschungsverfahren vom EU-EPO. Und da haben wir eben gute Aussichten auf Erfolg, weil das eben nicht neu ist zum Anmeldetag. Zweitens würden wir eben eine negative Feststellungsklage in Deutschland geltend machen vor einem deutschen Gericht. Weil wir da feststellen lassen können, dass wir in Deutschland bei Amazon.de nicht in euer EU-weites Schutzrecht eingreifen. Dann müsstet ihr euch einen deutschen Anwalt nehmen und vor ein deutsches Gericht gehen, liebe Briten. Und das kostet dann wahrscheinlich so und so viel.
Und außerdem haben wir halt ja auch Einkommens, also wir können Schadensersatzgeltend machen, weil wir eben verlorene Einkünfte haben. Wenn ihr diese E-Mail nicht bis zum so und so vielten schickt, weil sich frisst 2 Wochen oder so, dann werden wir alle diese Maßnahmen lostreten. So. Und außerdem würden wir natürlich euren chinesischen Hersteller informieren, dass ihr das für Europa monopolisiert habt und er damit weniger Verkäufe hat, weil er an alle anderen dann nicht mehr verkaufen kann. Das findet ihr bestimmt auch doof. So. Dann haben wir dieses Schreiben losgeschickt und haben erstmal nicht so viel gehört. Dann habe ich mal nachgehört und geschickterweise habe ich das natürlich auch an den Anwalt von denen geschickt. Den Anwalt wusste ich, kannte ich, weil die über einen Anwalt dieses Design angemeldet hatten. Ja? Mhm. So, dann habe ich das an die geschickt und dann sind wir erstmal haben die sich nicht gemeldet und auch relativ arrogant reagiert. Und dann habe ich halt mal mit dem Anwalt telefoniert. So, und dann habe ich, dann hat der Anwalt denen offensichtlich eine Rechnung dafür geschickt. Ja, so. Und dann haben die gesehen, okay, scheiße, das kostet ja echt Kohle jetzt. Und dann haben die eben etwas freundlicher reagiert und haben gesagt, ja, wir können uns vielleicht einigen. Und dann haben die aber da noch rumgezickt. Und dann habe ich halt immer schön in dem ganzen Korrespondenz, habe ich immer den britischen Anwalt mit in CC genommen. Und dann irgendwann rief er halt an, der Gegner persönlich, und hat gesagt, hier, hör einfach mal auf, immer unseren Anwalt anzuschreiben. Für jede bescheuerte E-Mail rechnet der uns irgendwie 300 Pfund ab. Das geht nicht, wir müssen uns irgendwie einigen. Okay, ja, dann schick doch einfach diese bescheuerte E-Mail mal los. So, und dann haben die halt irgendwann diese E-Mail losgeschickt und das Angebot war wieder entsperrt. Ne? Es ist ein bisschen Aufwand, aber je nachdem, wie viel Sales auf eurem Angebot da liegen, auf der Asien, kann sich das halt lohnen, diesen Aufwand zu treiben. Ja? Das waren jetzt irgendwie vielleicht ein Aufwand, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwo zwischen 1.000 und 1.500 Euro, würde ich sagen, hat das bestimmt schon insgesamt so einen Aufwand gekostet. Aber je nachdem, wie viel Umsatz ihr mit dem Produkt habt, kann sich das natürlich lohnen, so einen Aufwand zu treiben. Ne? Mhm. Ja. Der Angreifende ist sozusagen davon ausgegangen, dass eben niemand diesen Aufwand betreibt. Ja. Und hat gehofft, dass er damit durchkommt. Genau. Ja, ja. Krass. Ja. Okay, ja, sehr interessant, an was für das sind Dinge, an die denkt man vielleicht am Anfang gar nicht, ja. Was da auf einen zukommen kann. Mhm. Aber auch sehr interessant zu wissen, dass man auch viel gegen tun kann. Ja, klar. Und ich finde es vor allem auch lustig, dass er anruft und sagt, wir müssen dafür Geld bezahlen. Das ist eigentlich ziemlich dumm, dass er das immer sagt, weil das ist ja immer nochmal ein Argument dafür, dass man weiter. War perfekt. Super Druckmittel. Ja, super. Ja, cool. Schön, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, Rolf. Mhm. Wenn ihr mehr zu Rolf erfahren wollt, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo er auch ganz, ganz viele Videos zum Thema Marken, Patente, Designs, was weiß ich nicht noch alles. Vielleicht kannst du es selber noch kurz beschreiben. Schaut auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbei. Und sonst sage ich dir vielen Dank, dass du heute auf meinem Kanal vorbeigeschaut hast. Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay.